Soll ich auf das Video reagieren? Donkey Kong hat denn einen Cartoon? Digga. Rotten. So, nach Mario Bros. 3 habe ich jetzt auch den Zelda-Cartoon fertig. Gut, dann war's das mit den Videospiel-Cartoons eigentlich. Okay. Ich meine, es gibt doch keine anderen prominenten Videospiel-Cartoons mehr, über die ich noch reden könnte. Hey Shimtex, es gab auch eine furchtbar schlechte Donkey Kong-Serie an. Oh nein, gab's wirklich eine Donkey Kong-Serie? Donkey Kong-Cartoon sein ist dasselbe bestätigt über Discord. What the fuck, das ist eine Lüge! Na gut. Digga, gibt's wirklich eine Donkey Kong-Serie? Kann nicht mehr werden. Zeig dich, Bestie! Okay, das ist gut. Du Scheiße. Ach du Donkey Scheiße. Donkey Kongs Abenteuer, so wie es bei uns heißt, wurde erstmals 1997 ausgestrahlt und war somit in der Produktion, als die Donkey Kong Country Spiele für den SNES noch ziemlich aktuell waren. Daher auch der englische Name. Für damalige Verhältnisse sahen die Charaktermodelle dieser Spiele so fantastisch aus, dass sogar eine Art Mini-Doku für die Erstellung des ersten Teils existiert. That was just curious. Really? As to how you made them look so real. Because we're based in Twycross, we have a zoo about 2 miles away. Ah, you went to the zoo. The zoo, yeah, and had a... What the fuck? Digga. A good look at the gorillas and the monkeys and with video cameras, it's pretty funny. Hey, big fella. Hey, there's Diddy. Diddy Donkey. Crash Bandicoot. Er ist da hinten. Na, Crash, wie geht's dir? Das ist gut. Ich fassen, wen ich gerade getroffen hab. King K. Rool höchstpersönlich. Na, schuppiger Geselle, wie geht's dir? Ihr habt meinen Arm abgebissen. Blut ist Blut. 3D-Models. Sie haben 3D-Models benutzt, um es echter wirken zu lassen. Das war der Trick. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber rein methodisch war der DK-Cartoon damals auf den technisch neuesten Stand, da es sich hierbei um den allerersten Cartoon überhaupt handelt, welcher dank Media Labs neuartiger Technologie damals komplett via Motion Capturing animiert wurde. Und was? Der Donkey Kong-Cartoon war der erste Motion-Capture-Cartoon? LOL. Das erklärt auch sehr gut, warum alles darin so merkwürdig aussieht. Und was gäbe es für ein besseres Geschenk, als das zu klauen, was du dir schon seit Jahren am meisten wünscht, was, Captain? Ich habe eine Idee. Bessere Charaktermodelle und Animationen vielleicht. Die Produzenten waren damals sogar so überzeugt von dieser Technik, dass sie Donkey Kongs Abenteuer bei den Emmy Awards, was quasi die Oscar Awards der TV-Industrie sind, für die Kategorie Beste Animation eingereicht haben. Nein, die waren so stolz auf die Serie, dass sie die bei den fucking Emmys eingereicht haben. Digga, die waren so stolz. Bitte sagt, die haben es bekommen, bitte. Sie wurden abgelehnt. Würde jetzt ein Ahnungsloser sagen. Das ist auch super hässlich, also verdient. Nein. Oder findest du, Caillou hätte einen Award mehr verdient? Deine Mutter. Die Serie wurde disqualifiziert, weil diese damals noch neuartige Animationstechnik von den Awards gar nicht erst als eine Animation anerkannt wurde. Aber gut, seien wir mal ehrlich, die Show ist wirklich potthässlich. Die meisten wissen ja eh schon längst, wie Diddy und vor allem Donkey Kong aussehen, aufgrund von Memes. Okay. Sehr vielen Memes. Aber was die weiteren Kongs angeht. Okay, ich rate, wer das ist. Maybe Diddy Kong? Dixie Maybe? Spray hat einfach so einen wunderschönen Touch von Kotze. Und Funky ist einfach nackt. Können wir mal darüber reden? Oder Candy Kong? Die charmante Affenfrau, welche Donkey Kong in den Spielen mit ihrer bloßen Schönheit und ihrem weiblichen Charme überwältigt. Das ist ein fucking Uncanny Valley Trigger. What? Digga, what the fuck? What the fuck? Ich glaube... Das ist kein fucking Affe. Was ist das? Erika's... Strobel. Strobel. Eine offizielle Mitarbeiterin, die damals für das Writing einiger Episoden verantwortlich war, hat meine Gefühle zu Candy Kong wohl am besten zusammengefasst. Okay, dann zack. Einfach nur ihr seltsames Design sehen zu müssen, jagte mir immer wieder einen Schauder über den Rücken. Sie sah aus wie ein Brand. Made me cringe. Opfer. Sie sah aus wie ein Brandopfer. Ach du Scheiße. Dem ist nichts hinzuzufügen. Aber hey, Cranky Kong. Ich sag so, von allen
Schaut er noch am Nuancen aus. Registo, ja. Sorry, er heißt natürlich Bubbles. Was? Cranky Kong heißt fucking Bubbles? Warum sollte der Bubbles heißen, hä? Das macht keinen Sinn. Sieht ganz okay aus. Auch die Designs von jo. King K. King Kroko und den ach du Scheiße, Kremlins Digga. Ach du halt Scheiße. Voll klar in meinen Augen. Und dann gibt's da noch Blaster. Andy? Digga, das ist kein fucking Affe. Ich bezahle dich doch nicht, damit du mit diesem Drückeberger rumquatschst. Mach dich an die Arbeit. Seit wann sieht Kermit der Frosch so hässlich aus? Und sobald die sich bewegen, sieht halt auch auf Zuschauer, ja. Alles nochmal viel schlimmer aus. Die Laufanimationen sind super ruckelig. Oft checkt man gar nicht, was zum Teufel da jetzt überhaupt abgeht. Und manchmal sehen Animationen halt unironisch gruselig aus. Digga. Okay, ganz ruhig. Donkey Kong ist nicht echt. Er kann mir nicht wehtun. Gebt euch als Beispiel einfach mal die Szene, in der Diddy Kong eine Impfspritze verabreicht bekommt. Donkey Kong hat recht. Hör auf, um zu jammern und bück dich. Autsch! Hoppla, Diddy, du hast aber einen harten Hintern. What the fuck? Ich weiß, dein Kokosnussmüsli ist eisenhaltig, aber Mann, oh Mann. Was für ein Spaß. Ist das komisch, den habe ich voll aufs Kreuz. Ah, jetzt machen die ganzen Notizen, die ich mir während des kompletten Cartoons gemacht habe, wieder Sinn. Das ist einfach nur fucking weird. Aber warum denn immer so oberflächlich? Ich meine, natürlich sieht Candy Kong aus wie mein Schlafparalyse-Monster, aber wie ticken diese Affen eigentlich von innen? Wie Digga. Ist der jeweilige Charakter dieser Kongs? Ja, das kommt ganz auf die Folge, die du gerade gesagt hast. Die Beziehung zwischen Donkey und Candy ist... Nun ja, laut Serie sind die beiden tatsächlich zusammen, nur das hier ist die Liste aller in Deutschland erhältlichen Folgen. In diesen haben die beiden eine Beziehungskrise, okay. In diesen hasst Candy Donkey aus irgendeinem Grund was? Und in diesen will Candy Donkey Kong wortwörtlich betrügen. Mit Blaster... ihrem wortwörtlichen Chef, der sie unterbezahlte Überstunden arbeiten ach, lässt du und Scheiße, der auch schon mehrfach versucht hat, Donkey Candy auszuspannen. Es sind die Augen, oder? Aber Gott sei Dank haben wir Diddy Kong. Okay. Er ist Donkey Kongs bester Freund. Jemand, auf den man sich immer verlassen kann. Außer wenn ja, er innerhalb von 2 Sekunden sich plötzlich gegen Donkey Kong stellt. Es gibt zum Beispiel eine Folge, in welcher alle Inselbewohner wählen gehen, um zu bestimmen, wer der zukünftige Herrscher über die Insel Kongo Bongo sein soll. King Kroko, machtbesessen wie er ist, lässt sich natürlich als Kandidaten aufstellen und gelangt aufgrund seiner Kampagne an massiver Beliebtheit unter den Affen. Das war nicht schwer, du kannst 2 Stimmen für mich notieren. Nicht so hastig. King Kroko hat versprochen, dass er die Rechte der Frauen zu einem Schlüsselthema macht. Ja. Was hast du dazu zu sagen? Es ist confirmed. What the fuck? Feminist, also meine Digga. Man hat diese charmante Eidechse auf jeden Fall. Auch wenn ich bezweifle, dass sie sich tatsächlich für Gleichberechtigung interessiert. Ich meine, es ist K-Rool. Das wäre, als würde man Hitler für Feminismus wählen. K-Rool. Aber Donkey und Diddy haben diese Liste längst durchschaut, weshalb Diddy Kong selbst einen Plan vorschlägt, um die anderen Primaten von Kongo Bongo an King Krokos mehrfache Diebstahlversuche der wertvollen Kristallkokosnuss zu erinnern. Deshalb klauen die beiden die Kristallkokosnuss einfach selbst. Selbst, nur damit sie diese in King Krokos Höhle werfen und ihm diesen vermeintlichen Diebstahl einfach auftischen können. Ich frage mich, welcher grüne, schleimige Kandidat sie wohl genommen haben könnte. Woher willst du wissen, dass er sie hat? Ist das jetzt eine weitere deiner Gemeindlügen? Ich sage ja nur, dass die Kokosnuss verschwunden ist und King Kroko ist... hier, um die Kristallkokosnuss zurückzubringen. Es läuft nicht gut. Und Diddy, der Typ, dessen Idee das alles überhaupt war... snitcht Donkey direkt und feuert King Kroko mit vollem Elan an. Aber gut, laut dieser Serie hat Diddy wohl sehr diktatorische Züge, als in einer weiteren Folge aufgezeigt wurde, was denn genau passieren würde, hätte Donkey Kong erst gar nicht existiert. Geruchsintensiver Orang-Utan, wenn du mir beim nächsten Mal nicht das Seerosenblatt bringst, dann kannst du mir stattdessen gleich deinen Kopf auf einem Tablett bringen! What the fuck? Es hat gerade dieselben Vibes, als würde ein Grundschüler mit Morddrohungen kommen.
Das ist eine Anspielung an YouTube-Hate-Kommentare. Bubbles ist übrigens auch so ein Fall für sich. Meistens ist er einfach nur grumpy aus Prinzip, dann ist er plötzlich eine indirekte Gottheit, die sich dank der Kristallkokosnuss herumteleportieren kann und es gibt wortwörtlich eine Folge, die sich nur darum dreht, dass Bubbles allen Leuten Streiche spielt, bis diese irgendwann völlig beängstigt von seiner bloßen Präsenz deshalb sind. Oder wie wäre es mit der Folge, in der Candy Kong mit einem Kremling und Donkey Kong mit einem Roboter die Körper tauschen. Durch einen Angriff bleibt von Donkey jedoch bloß noch der Kopf übrig, was Bubbles erstmal dazu ausnutzt, um für ungelogen eine komplette Minute lang über Kopfwortspiele zu lachen. Du schaffst das, Donkey, du bist doch nicht auf den Kopf gefallen. Oh Gott, nein. Aber gib ihnen erst eine Kopflänge Vorsprung. Alles klar, das reicht. Jetzt macht endlich das... Digga, was ist mit ihrer Stimme? Geh weg, komm, verstanden? Oh, da gebrauchte mal jemand seinen Kopf. Jetzt weiß ich auch wieder, wann ich mir diese Notiz aufgeschrieben hatte. Man könnte meinen, bei der Animation Holy shit. War wohl kein kluges Kästchen vorhanden. Ah ja, Funky existiert noch. Ich sag's mal so, wenn ihr dieses Bild kennt, muss ich ihn gar nicht mehr beschreiben. Hi, Donkey, Alter. Hallo, Funky, gehst du surfen? Negativ, Donkey Man. Ich mach eine Schlurfe rüber zu Bubbles, um ein Geschenk abzuliefern. Und für dich, mein lieber Donkey Kongi, habe ich auch eine steinstarke Sache. Da wirst du Stielaugen kriegen. Nun ja, immerhin hat er statt steinstark nicht bananenstark gesagt. Bananahammer. Große hüpfende Banane. Ja, dieser Cartoon liebt es, einem Kongo, Bongo und natürlich ganz viele Bananen-Wortspiele deinen Rachen runterzustopfen. What the fuck? Der Nektar der purpurroten Bananato. Perfekt, meine Kongo-Bongo-Drügel-Dongo-Impfung ist endlich fertig. Warte, was? Kongo-Bongo-Drügel-Dongo? Was für ein Ding? Wo fange ich am besten an? Bubbles, mach jetzt nichts falsch. Nein. Bubbles hat die Spritze in den Arsch bekommen, weil ein Vogel dagegen geflogen ist. Natürlich. Hallo Bubbles, wir kommen wegen unserer Impfung. Bubbles, was ist passiert? Ich habe keine Bananen-Ahnung. Dein Ernst? So funktioniert es nicht, bist du dumm? Wirft man aber einen Blick zur gegnerischen Seite, also King Kroko, Kracher und General Zack. Wow, sind das dämliche Namen. Mag ich tatsächlich jeden davon. Kracher ist quasi der Patrick der Serie. Okay. Ist komplett dumm, aber doch irgendwie sympathisch. King Kroko macht K. Rool als Charakter für mich noch sympathischer irgendwie. In einer Folge zum Beispiel wollen Candy und Donkey heiraten und jeder auf der Insel wird zu dieser Hochzeit eingeladen. Außer King Kroko. Und das trifft ihn besonders hart, da er anscheinend ein riesiger Fan von Hochzeiten ist und nun so beleidigt ist, dass er aus Prinzip die Kristallkokosnuss stiehlt. Das wird euch eine Ach, Ehre du sein, Scheiße. Mich nicht zu einer Hochzeit einzuladen. Digga, das ist so fucking weird. Das ist so, oh mein Gott. Es ist zwar prinzipiell Kleinkinderverhalten, aber kommt schon. Der große König, der allmächtige Herrscher und dann ist er so petty. Das ist super unterhaltsam. Außerdem ist er das progressivste Reptil der ganzen Insel. K-Rule, kann man den nicht mögen. Aber dennoch ist General Zack wohl mein liebster Charakter in dieser Serie. Ja, der Typ. Ein einfacher Side-Character, bei dem ich anfangs nicht mal gecheckt habe, dass das ein eigenständiger Charakter sein soll, ist wohl die menschlichste Figur von allen. Es gibt eine komplette Folge, in welcher Zack während der Weihnachtszeit einsam auf der Insel umherirrt, weil er sich einfach nicht an seine Herkunft und somit auch nicht an seine Familie erinnern kann. Er versucht seine Trauer also damit zu kompensieren, indem er seine eigentlichen Feinde, also die Affen der Insel, in ihrer Weihnachtsfeier einfach unterstützt. Doch, oh Schreck, die Insel wird von Piraten angegriffen. Verdammt, es sind die drei berüchtigsten Piraten des kompletten Ozeans. Digga, die Serie ist so fucking weird. Schlecht animierter Kritter, Bootleg King K. Rool, bei dem ich selbstverständlich direkt verstanden habe, dass es nicht King Kroko, sondern ein eigenständiger Charakter sein soll. Und natürlich noch ihr Anführer, der schlimmste von allen,
Mr. Krabs! Euer Plan war so abgestanden, oh mein Gott. Wie Brackwasser. Habt ihr etwa versteht ihr, weil das die Stimme ist? Ist oh lustig. Mein Gott! Gleich, oh mein Gott! Aber kommt schon! Hört ihn euch doch einfach mal an! Wen nennst du schlammsaugendes Meerkalb, du Moddermampfender? Digga, das ist Mr. Krabs einfach! Halt 1:1 von Mr. Krabs kommen. Jürgen Klocker, der Synchronsprecher, hat diesen Piraten halt genauso gesprochen, als hätte es Mr. Krabs damals gesagt. Okay, bin gespannt. Vom Anfang des Jahrhunderts an, dem letzten Krieg, bis hin zu Hitlers Aufstieg, hat die Freimaurerei der jüdischen Händler die deutsche Wirtschaft... Halt, das ist nicht der Mr. Krabs, den ich in Erinnerung habe. Digga, bitte mal auf, oh, man kann das super rein. Die Kremlings in der Serie sind also echt cool. Die Kongs sind, naja... sind halt dumme Affen, ne? Ja, ich bin im Laufe des Videos ja eh schon auf einige Inhalte der Episoden eingegangen, aber wie sind die eigentlich? Gehen die eher Richtung Mario Bros. 3 und sind super kreativ und weird? Oder sind sie eher wie der Zelda-Cartoon, ein langweiliger Haufen Scheiße? Ich bin Kreise! King Kroko hat die Kristallkokosnuss! Was? Banana! Jetzt zeige ich euch mal, wie ein richtiger Affe die Sache regelt. Digga, das ist die fucking Stimme von Thanos. Digga, was haben die getan? Er ist bei Mario Bros. 3. Blaster bekommt in einer Folge Haarausfall. Digga, ist die Stimme von Thanos. Digga, mit was hat er angefangen? Ausfall beschließt sich aus Panik dazu, all seine Shampoos zusammenzumischen und ignoriert dabei einen ganz klaren Warnhinweis. Nicht mit anderen Produkten vermischen. Fragen Sie nicht warum, lassen Sie es einfach. Ich meine, wie hätte man sonst beschreiben sollen, dass man sich in eine fucking Superversion seiner selbst verwandelt, die übrigens jeder für unglaublich cool hält. Es gibt also noch Hoffnung für jemanden wie mich? Yo. Okay, mal schauen, was passiert. Hä? Da ist ja gar nichts passiert. Oder wie wär's mit einer Folge, in der Donkey Kong sich wünscht, dass er ewig schlafen könnte, die Kristallkokosnuss diesen Wunsch aufnimmt und somit die Zeit plötzlich stillsteht. Das ist für Kongo Bongo übrigens ein besonders großes Problem, da es nicht mehr möglich ist, Donkey überhaupt aufzuwecken. Nicht mal mit einer schrecklichen Songeinlage. Oh mein Gott, nein! Ach du Scheiße. Warum mache ich mir das Leben zur Hölle? Diese Songpassagen sind übrigens eine stark wiederkehrende Sache dieser Serie. Pro Folge gibt es nämlich 2 verschiedene Lieder und... nun ja. Entweder sie killen. Warte mal, was? In jeder Folge gibt es 2 eigenständige Lieder. Ding einfach absolut grauenhaft. Halt Ohren bitte. Ah! Au! Andererseits können diese Songs eine wirklich unterhaltsame Stelle in der Folge ergeben. Okay, bin gespannt. Sieh doch mal, da ist der frechste von allen. Glaub mir, ich lass den kleinen Diddy fallen. Warte, bitte tu's nicht, weil Diddy meint Diddy's nicht, sonst doch was bricht. Ich bin König aller Echsen und mach dir einen Vorschlag. Wir tauschen aus, ich schlag dabei einen Vorteil raus. Oder wie wär's damit? Hört doch einfach auf zu rappen. Je länger ihr das macht, desto mehr klingt ihr wie Deppen. Ja. Ey, lasst ein Like und ein Abo für mehr Songs da. In der englischen Sprachausgabe gibt es lustigerweise ein paar Songs, die wirklich voll passabel klingen. Die könnten teilweise echt als normale Lieder durchgehen. Und kommen aus Donkeys Mund. True, wirklich cringe. Digga, was ist das für eine Scheiße? Was war mit den Leuten los, die das gemacht haben? Das allgemeine Writing der Episoden ist sehr... meh. Es hat auf jeden Fall einige unterhaltsame Momente, aber super viele Dinge wirken einfach stark widersprüchlich oder lassen manche Charaktere wie wortwörtliche Affen wirken. Oh,
Ja, gut, ja. Also das Writing dieser Serie wäre aber beinahe ein komplett anderes geworden, denn die vorhin schon erwähnte Writerin Erika hat in einem Community-Post erklärt, dass als sie dem Team beigetreten ist, bereits 13 ganze Folgen für diesen Cartoon fertiggeschrieben waren, diese anscheinend aber so sehr mit rassistischen und sexistischen Witzen geplagt waren, dass der ursprüngliche Autor deswegen gefeuert wurde und man nun eben das Beste aus dem bereits angerichteten Schaden machen musste. Stellt euch das einfach mal vor, der Super Mario Bros. 3 Cartoon hatte eine komplette Folge, die sich nur darauf fokussiert hat, dass Rassismus eine schlechte und unglücksbringende Sache ist, nur damit der DK Cartoon dann ein paar Jahre später um die Ecke kommen kann, um das genaue Gegenteil zu machen. Bei uns in Deutschland gab es diese eine Staffel mit 14 Folgen, aber international gab es ganze 40 Stück. Und da mit dem Sprung von der alten auf die neue Staffel sich auch das Animationsstudio verändert hat, sehen die alten Folgen ein bisschen anders aus. Also wenn ich es mir recht nur die dritte Staffel zusammen ist vielleicht doch nicht so schlecht. Ja. Der fucking gutes Video, holy shit.